Meine Freunde, Anni hier. Hi, heute möchte ich mit dir was besprechen, was mir wirklich sehr nah am Herzen liegt, nämlich die aktuelle Situation in der Reaction-Szene. Das ist ja folgendermaßen so, dass Musik-Reactions ein zweischneidiges Schwert sind. Auf der einen Seite ist es wirklich cool, seine Emotionen beim erstmaligen Hören dem Zuschauer, also dir draußen, zu transportieren oder transportieren zu können. Das heißt also, wenn ich auf meine Ohren was bekomme, was ich zum ersten Mal höre und zum ersten Mal drauf reacte, ist es natürlich spannend für dich, das draußen zu sehen, was das mit mir macht. Ich fand es immer schon cool. Ich fand damals auch, als ich ein kleiner Junge war, ja, 14, 15, kleiner Junge bin ich heute noch, aber 14, 15 so, als ich so meine ersten Scheiben, meine ersten Metal-Platten entdeckt habe, so mit Freunden das zu teilen, ja, irgendwie CDs auszutauschen, später dann halt online. Mittlerweile ist es cool, mit den YouTube-Links hin und her schicken oder eben auf Spotify ein paar Links hin und her schicken, so, und den Leuten oder meinen Freunden das zu zeigen, was mich begeistert. Und das dachte ich, invertiere ich mal, deswegen fand ich auch dieses Konzept Metalhead, hört zum ersten Mal dann Deutschrap letztendlich und ihr zeigt mir Songs, die du draußen cool findest. Mega cool, ist ja auch wirklich sehr, sehr gut angekommen. 16.10. habe ich das erste Video gemacht, das war Freitag der 13. von Fahrräten, habe seitdem durchgeballert und das war wirklich so ein Match made in Heaven, weil als Kolle da reinkam und so, ich kann mich noch an die Situation erinnern, es war einfach krass, weil es so der Rapper war, den ich von früher noch kannte und dann so, oh krass. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe und seitdem habe ich kontinuierlich gepusht, 2 bis 5 Videos am Tag, jeden Tag. Und das hört auch nicht auf. Es ist trotzdem so, dass die ein oder anderen Videos, zu denen ich Reactions gemacht habe, nicht auf YouTube sein können. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele. Gerade neuestes Beispiel sind die Paula Hartmann Videos, sehr schade. Ich habe schwarze SUVs beispielsweise oder der Song mit Casper auf YouTube eine Reaction gemacht und versucht auf YouTube hochzuladen, leider weltweit gesperrt. Ja. Apache ist auch so ein Beispiel, Bushido braucht man gar nicht drüber reden. Es gibt die ein oder anderen Videos, die halt prinzipiell oder grundsätzlich gesperrt sind. Prinz Pi beispielsweise. Das ist ein Problem insoweit, dass natürlich dann so ein bisschen vorgegeben wird, ja, auf was ich reacten kann, letztendlich auf YouTube, auf Patreon wisst ihr das, das ist ein ganz cooler, eine coole Möglichkeit, Shoutout auch nochmal an meine Supporter, die den Channel unterstützen, ja, viele sagen ja auch, oh Patreon, warum soll ich Geld für eine Reaction bezahlen, nein, darum geht's nicht, es geht darum, mich zu supporten und ich appreciate wirklich alles und es ist cool, dass es Leute gibt, die meinen Channel supporten, ihr wisst es vielleicht auch, mit Reactions machst du irgendwie keine Kohle, ja, viele denken ja, ich bin jetzt schon YouTube-Millionär wegen 15.000 Abos, so ist es nicht. Ja, also wenn ich könnte rein theoretisch noch nicht mein Restaurantbesuch für mich alleine bezahlen. So, und wer geht allein ins Restaurant? So, anyway. Was ich damit sagen will, ist einfach nur, ich mache es auch gar nicht wegen Kohle oder so, um Gottes Willen. Mir macht das mega viel Spaß. Ich möchte einfach nur da betonen, mancher Content oder es gibt einen gewissen Content, den kann ich nur auf verschiedenen Plattformen bringen. YouTube ist leider das so ein bisschen, finde ich persönlich, hinten dran. Ich kann es natürlich auch verstehen, dass zum Beispiel, wenn man sagt, man möchte nicht, dass ein Song irgendwo als Hintergrund zum Beispiel läuft oder eingesetzt wird für andere Videos, als das eigene kann ich es natürlich als Content Creator, als Kreativer verstehen, wenn ich da draußen sage so, hey, ich möchte das nicht, ja. Es ist für mich aber trotzdem ein Unterschied, wie wenn jemand auf einen Song reactet, wie ich zum Beispiel mit meinem Channel, ja. Also wenn du mal bei mir auf den Channel guckst und das könnt ihr gerne mal machen, das sind ja sehr, sehr viele Videos online. Ich habe jetzt hier 266 Videos insgesamt seit dem, ja, Anfang Oktober oder so reingepusht. 16.10. läuft meine Folge Metalhead hört zum ersten Mal, ja. Und die sind auch ganz gut geklickt und ich bin echt happy damit, auch mit der Entwicklung, wie das Ganze so verläuft. Trotzdem, wie gesagt, möchte ich eigentlich mehr Content auf diese Plattform bringen, mehr Content auf YouTube bringen und auch den Content verbessern. Ich möchte mich natürlich als Content Creator stetig verbessern und möchte euch da draußen auch ein gutes Gefühl geben, wenn ihr meine Videos schaut, ja. Und das ist halt eben so der Punkt. Die aktuelle Situation in der Reaction-Szene sieht leider oftmals so aus, dass es Videos gibt, auf die natürlich sehr, sehr entspannt reacten kann, weil es da auch keine Claims gibt. Es gibt Videos, da gibt es zwar Claims drauf, aber dann geht die Monetarisierung halt komplett beispielsweise an den Künstler oder halt an die Plattenfirma, die hier drin steht, das Label und so weiter und so fort, Management, whatever. Ist ja auch ganz cool so. Ich sage einfach nur, ich würde mir wünschen, als Content Creator, dass es eine Form gibt, beziehungsweise eine vielleicht neue Kategorie, auch für YouTube oder bei YouTube, die diese Reaction-Kategorie betrifft. Ja, kann auch seine eigenen oder ihre eigenen Regeln haben. Ich meine, man kann es ja wirklich ausschmücken. Es geht ja nur darum, dass Reactions auch Marketing-Tools sind. Ja, ich bin ganz ehrlich und offen. Zum Beispiel im Metal-Bereich habe ich super viele Bands über Metal-Reaction-Channels kennengelernt. Und ich weiß noch, und es ist so krass, wenn man zum Beispiel sich mal das eine Video hier anschaut. Meine Freunde Adi hier.
das Landmarks Reaction Video, das ich persönlich sehr, sehr geil finde. Auch nochmal hier einen Daumen nach oben. Auch hier zum Beispiel Funny Punk, ja. Schreibt bitte in Zukunft mehr Reactions auf aktuellen Metalcore Stuff. Ich lieb's, ja. Und super krass positive Comments, wie beispielsweise hier. Die Nutty Eat Cookies hat geschrieben, das erste Mal gestern gehört und direkt Gänsehaut und Pipi in den Augen bekommen, bla 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 bla. Ist so krass einfach, dass dadurch letztendlich auch, ne, durch meinen Channel andere Leute vielleicht Musik neu erfahren und kennenlernen, und das finde ich das Coole an der ganzen Geschichte. Und was ich damit einfach nur sagen will, ist, dass ein Reaction-Channel einfach viel mehr sein kann, als nur ein Typ hört sich was an und reactet drauf, sondern es ist im Prinzip ein Verteiler, ein Marketing-Tool, ein Einstieg, ja, so ein Gateway in bestimmte Bands oder letztendlich Künstler, Artists. Und ich finde es mega cool, dass es bestimmte Artists gibt, die das Ganze unterstützen, die auch zu mir sagen so, hey, ich habe einen neuen Song, willst du mal reacten? Also ich hatte auch schon die ein oder anderen Anfragen, auch von Plattenfirmen, von Labels, das finde ich auch cool. Ich würde mir auch eine engere Zusammenarbeit wünschen mit den Labels und mit den Plattenfirmen. Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich eine schwierige Situation ist, aber ich würde mir einfach da wünschen, dass es eine engere Zusammenarbeit einfach gibt, ja, zu Künstler und Reactor. Also, ich habe wirklich gesagt, mit den einen oder anderen da wirklich einen netten Kontakt, und das ist auch cool. Ich möchte es aber ganz gerne, oder in meinem Kopf könnte sich das noch verbessern. Es ist halt aktuell so, dass ganz viele Leute dann halt sagen, Mensch, reacte darauf. Ne? Also wie gesagt, meine Liste, die ist, keine Ahnung, ich habe Content bis 2050 oder so ist es nicht. Trotzdem ist es für mich dann mega frustrierend teilweise zu sehen, wenn ich eine coole Reaction gemacht habe, und da gibt es wirklich sehr, sehr viele, wie ich finde, die es halt einfach leider nicht auf YouTube schaffen. Und das ist ein Problem. Und darüber müssen wir sprechen. Vor allem auch, wie dann die Reactions gehandhabt haben. Ja, weil viele Leute sagen so, wow, ist doch egal, ob jemand drauf reactet oder so. Aber nee, ist es nicht. Also ich finde, es ist echt entspannt zu sehen, dass zum Beispiel auch auf meinem Channel sich Videos befinden. Und direkt rein, sorry, die halt, ja, wie zum Beispiel JBG Teil 3, ne, richtig krass durch die Decke gehen. Und ich mir dann halt auch immer denke, wow, oder das erste Mal, dass ich Sio gehört habe, ne, und ich kannte den vorher nicht und dachte mir, was ist denn das? Ja, oder zum Beispiel, ne, TJ Beast Boy, Liebe geht raus, so, als ich zum ersten Mal in einem Video gesehen habe, dass er da am Start ist irgendwie, ich komplett irgendwie lost war. Alligator, bestes Beispiel, so, das ist auch einer meiner Favorite Reactions, weil die wirklich so, meine Reactions sind ja immer One Take. Und da war es aber auch so, dass ich dann auch gesagt habe, Alter, das hat mir selbst so gut gefallen, das ballerst du jetzt für die nächsten Tage, und zum Beispiel so raus ist auch auf meiner Playlist und so. Und höre ich auch wirklich fast täglich. Also was ich damit sagen will, ist einfach, es gibt so krassen Content, der auch gut funktioniert. Es gibt Content, der wird halt weniger geklippt. Ich versuche, mich davon freizumachen, ja, und versuche wirklich so ein breites Bild vom Deutschrap zu bekommen. Und wie gesagt, in der Zukunft auch noch andere Genres mit einzubauen. Das ist eben der ganz, ganz wichtige Punkt. Damit meine ich natürlich ganz explizit auch Metalcore, weil ich natürlich damit auch groß geworden bin und feiere das extrem ab. Und ich würde mir, wie gesagt, wünschen, dass in der Zukunft einfach der Reaction-Content auf YouTube auch anders gehandhabt wird. Das heißt also auch anders bewertet wird von YouTube selbst. Ich weiß nicht, wie schwierig das wird, da mal in Kontakt mit YouTube zu kommen. Mit den ein oder anderen, falls du da draußen Kontakt hast oder sagst so, hey, ich kenne da welche bei YouTube, so Deutschland, dann lass es mich gerne wissen, schreib mich gerne an, auch von meiner Business-E-Mail-Adresse, fände ich es cool, energizer.business@gmail.com, fände ich richtig, richtig cool, wenn wir dann in Kontakt kommen, oder du sagst so, hey, wenn du jetzt irgendwie ein Label angehörst oder was weiß ich, ein Management von einem Künstler so, und du mit mir in Kontakt kommen würdest, würde ich das wirklich sehr, sehr schätzen. Also auch nochmal ein kleiner Aufruf, ein Appell an alle, die jetzt in der Industrie sind, die sagen so, hey, wir möchten das gerne forcieren, hätte ich wirklich Bock dazu, weil, wie gesagt, es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, hier Reactions zu machen. Ich versuche mich, wie gesagt, kontinuierlich zu verbessern, auch einen Mehrwert mitzugeben in den Reactions an sich, einfach unterhaltsam zu sein in erster Linie, aber teilweise ist es einfach nicht so einfach, wie man sich's vorstellt. So. Gerade ist es Wachstum, und ich hatte wirklich sehr, sehr viel Glück, deswegen nochmal Shoutout an den A-Squad, ihr seid wirklich krass. Manchmal kann das Internet schon ziemlich komisch sein, ja. Ich sag jetzt nichts, aber das ist teilweise einfach so, dass du immer wieder auf Leute triffst, die dann vielleicht, ja, sehr, sehr interessant sind, um es mal so zu sagen. Und dann denke ich mir so, okay, schwierige Situation, aber
Gott sei Dank ist da bisher alles gut gegangen. Und wie gesagt, der größte Teil meiner Comments ist ja auch wirklich positiv. Da auch nochmal ein kleines Dankeschön an dich da draußen. So, es ist krass, wie positiv ihr seid. Und haltet es wirklich hoch. Ja? Gebt wirklich Negativität keine Chance. Ich weiß, das hört sich so ein bisschen platitüdenmäßig an, ist mir aber persönlich sehr, sehr, sehr wichtig, dass egal, ob es jetzt ein Twitch-Chat ist, ja, oder letztendlich meine Comment-Section, dass sie sehr positiv bleibt. Und ja, es ist halt auch krass, ne? Weil viele sagen dann halt auch, oh, weiß nicht, was soll ich jetzt ein Video anklicken oder so. Damit helft ihr mir. Also gerade wenn jeder auf dem Channel, ehrlich gesagt, jedes Video von mir einmal anklicken würde, so, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und das ist aber auch ganz normal, dass es nicht so ist und das ist auch okay so. Ich meine, mein Content ist auch relativ divers aufgestellt mit Twitch. Ich habe jetzt montags, mittwochs und donnerstags sind meine Streaming-Tage auf Twitch. Da werde ich so machen, dass ich montags immer so ein Open, so ein Community-Stream mache. Das heißt, du da draußen kannst mir auf Twitch gerne Vorschläge machen. Ich ziehe mir alle Videos rein. Mittwochs machen wir das so, dass wir so ein bisschen Storytelling haben. Das heißt also Videos, die darüber hinausgehen, die vielleicht ein bisschen beispielsweise eine Promo-Phase ablichten, ja, oder ein gewisses Storytelling in sich beinhalten, dass wir das mittwochs machen und donnerstags dann eine Album-Reaction. Das sind so meine Vorstellungen für den Stream. Das heißt, wenn du mich da supporten würdest, ja, Twitch Prime ist auch mehr kostenfrei. Beispielsweise für diejenigen unter euch da draußen, die einen Amazon Prime Account haben, können das gerne tun. Da unterstützt ihr mich. Wie gesagt, die einfachste Möglichkeit, einfach auf mein Video zu klicken. That's it, ja. Patreon, habe ich ja schon mal gesagt, ist auch eine coole Möglichkeit. Vielen lieben Dank dafür. Holy, mein Partner, mein Channel-Partner, finde ich cool, wenn du draußen irgendwie interessiert bist an Eistee, an Hydration. Da kommt... Ich darf es noch nicht sagen, aber da kommt was. Ich kann es bald sagen. Oder Energy. Oder Energy, ich bräuchte jetzt vielleicht auch mal ein bisschen ein Käffchen. Erstmal Cheers hier. Kaffee. Schön. Da kann gerne mal bei Holy vorbeischauen, gerne mal in die Description von dem Video rein. Da habe ich euch einen Link reingepackt. Also ich meine nur, es gibt so viele... Ach so, warte mal hier. Offizieller Part. Da gibt es so viele Möglichkeiten, da mich zu supporten. Wie gesagt, die einfachste Möglichkeit ist einfach auf ein Video von mir zu klicken. Und ich finde es cool, dass so viele Leute mich unterstützen und sagen so, hey Andi, du machst einen coolen Job, du bist irgendein sympathischer Dude und mach das weiter. Und das freut mich extrem. Ich wollte euch da draußen nur mal so einen kleinen Einblick geben. Wie gesagt, wenn Leute es auch sagen so, hey, pausier nicht so oft oder so. Weißt du, manchmal ist es für mich auch schwierig als Content Creator da... einen stringenten Faden durchzuziehen, weil manchmal mache ich das einfach so, dass ich so gefühlsmäßig, emotionsmäßig reacte. Ja? Und da gibt es halt manchmal mehr, mal weniger Pausen. Ich weiß, es gibt auch die ein oder anderen, in Anführungsstrichen, Trollvideos von mir, in denen ich dann halt alle 5 Sekunden einmal klicke und so und denke so, weil ich bin halt einfach so ein Typ, weißt du, weil ich denke dann an die ganzen Comments, die mir sagen, ah, drück nicht so häufig auf Pause und dann mache ich es halt einfach einmal mehr und so und dann denke ich mir, okay, weil es mir einfach Spaß macht, ja, es ist einfach so ein Spaßding. Ich versuche trotzdem da wirklich so ein Mittelmaß zu finden. Wie gesagt, ich versuche mich auch immer als Content Creator weiterzuentwickeln, ist auch nicht immer ganz so einfach. Aber trotzdem sind die Pausen manchmal auch sinnvoll, damit eben Videos nicht geblockt werden, ja, und das müsst ihr einfach verstehen, dass wenn du häufig Pausen machst, dass die Chance, ein Video zu releasen, zumindest auf YouTube, dass die exponentiell steigt, beziehungsweise einfach so steigt, dass man sagen kann, man hat hier eine sehr, sehr gute Chance, dass das Video freigegeben wird auf YouTube. Und wie gesagt, wir sprechen hier nicht von der Monetization, ich möchte es auch mal ganz klar betonen, sondern ich spreche nur von einem Release auf YouTube. Ja? Und ich würde mir einfach wünschen, und das ist so vielleicht auch mein Fazit, wie gesagt, auch Kernbotschaft, ich würde mir wünschen, eine engere Zusammenarbeit mit den Künstlern, ich würde mir wünschen von YouTube, dass es eine eigene Reaction-Sparte gibt, bei der letztendlich die Möglichkeit gibt, auch geschützte Songs innerhalb einer professionellen Reaction, ich möchte das mal so betonen, führen. Ich spreche jetzt von keiner Reaction, dass du da mit deinem iPhone da irgendwie rumklimperst und sagst so, hallo, und ich weiß es nicht. Teilweise müsste man sich da mal halt nur drüber unterhalten, inwiefern das realistisch ist und so. Aber was ich damit meine, ist halt einfach, dass jemand, der das Ganze ernst meint und der eine Reaction auch als Marketing-Tool für Künstler sieht, um letztendlich auch Künstler, Bands bekannter zu machen, die Message zu spreaden und die Emotionen zu teilen, hey, krass, guck mal, ich habe so einen guten Song gehört, hört es mal an, dass es da eine Möglichkeit gibt, das zukünftig auf YouTube zu stellen. Und wie gesagt, ich spreche gar nicht von Geld verdienen. So, das müssen ganz, ganz viele auch hier, glaube ich, ganz deutlich mal hören. Ich spreche nicht von Monetization, sondern ich spreche einfach, die Songs zu veröffentlichen. Und viele denken, das ist so einfach, aber du kannst es gerne mal selbst ausprobieren, eine Reaction hochzuladen,
wie gesagt, von gewissen Künstlern so, das ist manchmal sehr, sehr frustrierend. Und da gibt es natürlich dann die ein oder anderen Möglichkeiten, trotzdem euch das zu zeigen und näher zu bringen. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass letztendlich die zwischenmenschliche Komponente in dieser Videoform quasi Emotionen zu teilen oder mit dir da draußen an den Start zu gehen und zu sagen, hey krass, ich habe so einen coolen Song, guck mal hier, dass das auf jeden Fall einen Impact hat und auch Leute dann einfach mal unterhält, ablenkt vom Alltag, aber eben auch Bands, Künstler, Interpreten größer machen kann. So. Und ich glaube wirklich in die Message und ich glaube, dass Musik immer noch verbinden sollte und nicht trennen sollte. Das ist mein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich hier habe. Und wie gesagt, Freunde, du kannst mir gerne mal in die Comments schreiben, wie du das Ganze siehst. Ich finde, wie gesagt, es ist ein mega cooler Trip mit euch zusammen, die da draußen zusammen das Ganze zu erleben. Und ja, ich habe Bock auf jeden Fall auf mehr. Ich habe Bock auf noch mehr Künstler, noch mehr Videos. Wie gesagt, auf meinem Channel wird es eben zukünftig auch mehr LMDWZ-Stuff geben. Also lass mich dir was zeigen, sprich eben Metal, Metalcore, Songs. Ich werde jetzt aber nicht alle ausgraben, sondern ich werde eher auf die neueren Songs schauen, weil ich habe einfach auch die Hälfte schon gehört und die Reaction will ich, wie gesagt, wie immer fresh halten. Das heißt, zum ersten Mal. Das ist halt das große Ding einfach, weil ich davon überzeugt bin, dass du das, die ersten Initialreaktionen, die ersten Emotionen, die hochkommen, wenn du einen Song hörst, auch die besten, die authentischsten sind. Und das soll das Ganze letztendlich auch darstellen und auch für den Channel so bleiben. Deswegen, in diesem Sinne, meine Freunde, ich danke dir für die Aufmerksamkeit. Lass mich doch gerne mal in den Comments wissen, so was du cool findest. Wir sammeln einfach mal ein bisschen Brainstormen. Willst du eher Rap? Willst du Metal hören? Wie siehst du das in der Reaction-Szene? Wie siehst du auch andere Reactor? Gibt es da auch Reactor, die du auch gerne guckst? Also ich kann auch mal gerne raushauen. So. Von Deutschrap schaue ich keinen einzigen. Ich habe mal auf die ein oder anderen JT-Videos geklickt, einfach nur, weil ich mit Janis da auch schon mal Kontakt hatte kurz und ich den Typen einfach ganz cool finde, weil halt eben nicht so oben drüber ist, relativ, also was heißt relativ, aber mega authentisch, wie ich finde. Ich kenne ihn jetzt, wie gesagt, nicht gut oder so. Aber da hat es mich einfach mal interessiert und es ist lustig, Parallelen zu sehen. Also ich glaube, ich hatte mal das Apocalyptic Endgame von San Diego SpongeBob mir von ihm angeguckt, die Reaction. Und das war natürlich krass, ne? Also da habe ich gedacht, wow, erstmal die Länge und so, aber ich kann das mega respektieren, so soll es ja bei mir nicht sein. Bei mir ist es nicht so, dass ich ein Rap-Analyst bin, bei mir ist es nicht so, dass ich mich da in einem Game auskenne, sondern bei mir geht es wirklich im Wesentlichen darum, ja, Content einfach so aufzubereiten, dass die Emotion im Vordergrund steht. Dass der Vibe im Vordergrund steht, ja. Dass einfach so dieses, der Metal-Typ hört jetzt einen Deutschrap-Song so und was denkt er rüber, was kommt so bei ihm hoch als Gedanken, als Gefühlslage so. Das ist das Storytelling bei mir auf meinem Channel und darum soll es gehen und ist, da glaube ich auch noch dran. Deswegen, meine Freunde, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Abonnieren, Glocke, abonnieren. Peace.